Hallo und herzlich willkommen zur 19. Folge von Raft. Diesmal Singleplayer. Da alle irgendwie was zu tun haben und ja, deshalb mache ich das jetzt hier alleine. Wer sich wundert, ja, die letzte Folge haben wir das ja abgeschlossen und waren eigentlich auch schon Richtung des der neuen Insel gefahren. Allerdings sind uns dann noch mal irgendwas ausgegangen. Ich glaube, es waren die Erdbeeren oder so. Deshalb sind wir nochmal hier hin und haben nochmal neue Erdbeeren gekauft. Was heißt gekauft? Wir haben sie eingesammelt. Zusätzlich haben wir ein bisschen neue Technologie hier freigeschaltet. Also wir haben einmal diesen Entsalzer, würde ich das mal nennen. Der ist batteriebetrieben, funktioniert mit einem Staubsauger, hat ordentlich Plastik gekostet. Aber genau, er funktioniert mit den Rohren genauso wie das Treibstoffsystem. Das heißt, wir haben hier einen Output, der geht in den Tank. Da können wir jetzt ja Dinge rausnehmen. Das hier ist auch die größere Variante noch von der Flasche. Da können wir hier dann mit Flüssigkeit auffüllen. Da sind sozusagen 8 Schlucke drin. Würde ich sagen, 8 Schlucke, ja. Ich weiß nicht, was die Einheit dafür ist. Und von da geht das jetzt hier in den Besprenkler. Und hier einmal rum in den anderen Besprenkler. Damit ist hier das ganze Gebiet eigentlich abgedeckt. Das heißt, wir sollten uns darum nicht mehr kümmern müssen, weil das jetzt komplett automatisch funktioniert. Solange alles Strom hat. Also vor allem, dass hier Strom hat. Weil da der sehr viel arbeitet, verbraucht er auch relativ viel Energie von der Batterie. Außerdem haben wir hier ein ganzes neues Haus dran gebaut, wo, wie man hier schon sieht, sehr viel Pflanzen drin sind. Denn wir haben uns gedacht, komm, wir haben hier noch, können das ganze Fluss noch ein bisschen erweitern. Und deshalb haben wir hier noch einen Anbau dran gemacht. Auf die andere Seite kommt auch noch ein Anbau ran, sobald wir da Lust drauf haben. Das ist übrigens mein Zimmer hier. Und da haben wir hier einfach ein Gewächshaus reingebaut. Also hier ist wirklich alles angepflanzt. Wir haben hier Kartoffeln, wir haben hier die Erdbeeren, wir haben hier die Rüben. Dadurch steht das ganze Zeug auch nicht mehr draußen und das ist wesentlich schöner. Außerdem haben wir die Bienen hier reingepackt, da wir hier auch die ganzen Blumen hier nochmal angebaut haben. Genau, was auch ein Problem war, wir hatten keine weiße Farbe mehr. Weil ihr seht schon, das ganze Ding hier ist weiß angestrichen. Und dann war halt das Problem, wie kriegen wir jetzt genug Farbe, dass hier das alles angemalt wird. Beziehungsweise wenn wir mal irgendwas anderes anmalen wollen, dass da auch genug Farbe drin ist. Wir haben außerdem, die Kisten hier sind auch angemalt, also das ist ja nicht dieses standarde kaputte Gedöns, wenn man jetzt so eine Kiste baut, sondern die sind im gleich ähnlichen Orangeton wie die Kisten jetzt angemalt. War noch was Neues? Ach genau, wir haben diese stilistischen Planken hier ausprobiert, das hat Pascal glaube ich hier noch hingetan, und zwar kann man die hier so dran tun und dann auf eine beliebige Länge ziehen. Das sind natürlich Gestaltungselemente, die man sehr gut nutzen kann für irgendwas. Also die haben auch Kollision, das heißt, man kann da auch hochlaufen, man kann eine Rampe bauen, etc. Bisher aber einen genauen Nutzen für unser Floß, jetzt haben wir hier nicht gefunden. Deshalb sind die da erstmal nur so als schöne Deko aufgestellt. Außerdem haben wir sehr viel gekocht. Also Pascal stand hier eine ganze Weile und hat einfach, also wir haben auch mittlerweile eine zweite Essenskiste. Das sind Rohmaterialien hier. Und das ist einfach das, was wir dann gekocht haben. Also größtenteils Gemüsesuppe, die ist ja relativ einfach zu machen. Und halt die Getränke hier, das ist einfacher Smoothie und Kokosnussschlag. Also das, was sozusagen hier immer weiter nachwächst und wir dafür keine endlichen Ressourcen sozusagen brauchen. Wie jetzt zum Beispiel Erdbeeren. Die müsste man halt immer erst anbauen, beziehungsweise da gehen die Samen ja irgendwann verloren. Genau, deshalb haben wir erstmal die genommen. Ich würde sagen allerdings, wir legen jetzt mal ab und machen uns auf den Weg zur nächsten Insel. Denn die Story muss ja auch irgendwann nochmal weitergehen. Genau, das Klavier, da wollte ich eigentlich nochmal üben, dass ich das nochmal ein bisschen schöner vorspielen kann. Aber genau, anschalten, Richtung ändern, dann sollten wir jetzt rückwärts fahren, genau. So, außerdem haben wir dann ein neues Ziel, und zwar Veruna Point 4625. Anschalten. 4625. So, passt. Und dann müssen wir dann einmal drehen dann. Und zwar eine ganze Weile, um 180 Grad sogar. Ist schon ein bisschen nervig, dass man sich nicht mitdreht, ne? Naja. Dort ist noch irgendein anderer Punkt. Würde mich auch mal interessieren, was das ist. Also, vorwärts fahren bitte. Und zack. Da wollen wir hin. Ich glaube, wir mussten sogar noch einen zusätzlichen Motor mit einbauen, weil das dann halt von der Floßanzahl nicht mehr gereicht hat. Ich überlege gerade, wo haben wir denn die Floßzähler hingepackt? Ach genau, wir waren halt zwischendurch auf dem Weg, sind wir nochmal abgebogen. Ein paar Inseln vorbei, waren bei den Handelsposten, haben dort noch ein bisschen was gekauft. Wir sind Handelsstufe 3.
Dadurch hatten wir jetzt auch genug Titan für alles, weil dort kann man halt Titan kaufen. Und das lohnt sich durchaus. Also da haben wir jetzt auch genug Titan erstmal gehabt, um das Ganze zu bauen. Ah genau, was wir, die große Lager, das hatten wir noch auf der Insel entdeckt. Da können wir uns überlegen, ob wir die auch noch bauen. Oh. Genau, ansonsten haben wir die Tanks, die Rohre, die besseren Sammelnetze. Oh, das ist ja, wir haben ja genug Planken, wir haben genug Titan. Da können wir nochmal aufrüsten vielleicht. Wobei die verbesserten Sammelnetze jetzt nicht ganz so wichtig sind. Ja. Genau, ansonsten Dekoration war ja auch noch alles da. Ja. Oh, was machen wir jetzt? So ziemlich genau das, was wir immer zwischen den Aufnahmen machen. Und zwar, wir fahren durch die Gegend, schauen, ob wir bei irgendwelchen Inseln anhalten, versorgen das Floß, stellen Treibstoff her, tun ihn da rein, füllen Batterien auf, hören klassische Musik, je nachdem, was für eine Kassette gerade drin ist. Ach so, und die Netze, die füllen sich dann natürlich die ganze Zeit und dadurch haben wir dann auch einen dauerhaften Strom von Ressourcen, der hier reinkommt. Es sind noch mittlerweile zwei Reihen. Dadurch sollte auch alles eingesammelt werden. Es sei denn natürlich, die Welle kommt wieder übers Floß drüber und schwemmt das einfach über die Netze rüber. Das ist dann natürlich ein bisschen doof, aber gut, was lässt du machen? Ach genau, was hier noch fehlt, das ist der Metallschutz. Dass die nicht abgefressen werden vom Hai. Bruce. Ah ja, und dann müssen wir das ja auch nochmal umplatzieren. Das war jetzt halt nur provisorisch erstmal, dass wir eine dauerhafte Wasserversorgung haben, ohne die manuell befüllen zu müssen, sozusagen. Ja, das war jetzt so bisher das, was wir noch dazwischen gemacht haben. Zack, 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 zack. Ach genau, und durch diese ganze Breite hier, die wir hier an dem Ressourcenstrom aufnehmen, nehmen wir halt schon eigentlich den Großteil. Also es gibt halt so ein paar Ausreißer, die dann entweder durch Wellen oder durch irgendwie komisch abgetrieben halt nicht mitgenommen werden. Aber das meiste sammeln wir hier mit dem Apparat eigentlich schon auf. So, das kommt da rein, das kommt da rein. Das muss geschmolzen werden. Meins. Da. Weiter haben wir noch. Das ist ja dieses typische, du sammelst halt einen Riesenhaufen Zeug und dann musst du gucken, wo bringe ich das alles unter. Haben wir überhaupt genug Platz für das alles? Gibt es überall irgendwo einen Platz für diese Ressource? Ja, warte mal. Ich nehme mal zwei Metallbahnen gleich wieder rein, weil ich brauche eh noch einen neuen Schrotthaken. Bauen wir den doch gleich mal. Da habe ich jetzt eine Axt hergestellt. Oh, ich bin dumm. Axt kann die schaden. Plastik. Ja, Plastik ist auch immer so ein Knackpunkt. Das geht schnell mal aus. So, so. Steine. Ich weiß nicht, wozu wir so viele Steine brauchen, aber wir werden sie bestimmt irgendwann brauchen. Alles kann man irgendwann mal gebrauchen. So. Das heißt, es ist halt ein bisschen mehr noch als die Grundausstattung, die ich sowieso immer dabei haben will. Oh. Was ist denn das? Sollte das mal ein Hochhaus werden? Scheint so, hm? Dass es so eine versunkene Hochhausbaustelle ist. Stimmt, in den Metropolen oder so, da müsste dann ja auch überall noch die Reste von den Häuserspitzen rausragen. Bestimmt auch lustig aus. Krasse Sache. Da ist ein Licht. Elektrizität. Cool. Da fliegen wir hoch. Fliegen, klettern bestimmt. Kann ich auch dazwischen parken? Das dreht ja andersrum. Also, ich probiere mal dazwischen zu parken. Es gibt bestimmt auf der anderen Seite oder so. Da ist bestimmt der Platz, wo man eigentlich hin sollte. Aber da passen wir doch bestimmt dazwischen. Hallo, Blues. So. Die anderen weigern sich ja immer noch, hier mal sich das anzuschauen, wie man dieses Ding manövriert. Ich meine, ich habe da längst nichts dagegen, wenn ich hier Steuermann bleibe. Da sind Quallen. Leuchtende Quallen.
So, jetzt sind wir hängen geblieben. Das ist okay. Anker rein. Leuchtende Quallen. Die tun mir doch bestimmt weh. Wenn ich da jetzt reingehe, kriege ich garantiert irgendeinen Giftschock oder so. Ich guck mal kurz rein. Ach du grüne Neune. Ach du. Aua. Grüne Neune. Das wird auf jeden Fall ein Unterwasserabenteuer, würde ich sagen. Oh, komm. Ich weiß nicht. Wow. Kraftstofftank ist mal leer. Dass ich das mal erlebe. Vielleicht, also ich weiß nicht, wie es auf den anderen Seiten aussieht. Aber dass man da irgendwie hochkommt, ohne unter Wasser zu tauchen. Guck mal da. Gerüste sind doch immer eine gute Idee. Da das Fluss auch gleich um die Ecke ist, kann man ja einfach so. Oh, damit werden die anderen Schwierigkeiten haben hier. Jump'n'Run gar nicht gut. Ja, eine typische Baustelle halt, ne? Laufen ja auch Ratten rum. Ja, da sitzt er. Wie sind Ratten auf eine Baustelle gekommen? Also, auf das Hochhaus hier. Na gut, durch Wasser und so, ja klar. Können wir die mitnehmen? Daraus können wir so viele Ofen bauen. Ich will das haben. Können wir da vielleicht den Motor ausbauen? Omega, Vehicles and Equipment. Ein Haufen Müll. Da stand, glaube ich, irgendwas gerade drauf. Ist das vielleicht wichtig? Nee. Ja, jetzt haben wir eine Baustelle. Dann können wir rumrennen. Aber ich glaube, das Hauptziel ist dann eher unten. Hier ist eine Tür. Kommen wir da rein. Nein. Schade. Kommen wir da von unten rein? Nö. Hier steht der Kran. Gibt es da irgendeine Leiter hoch? Ja, von dort. Aber wie kommt man da hoch? Na, super. Hätten die nicht Stege bauen können oder so? Wo man hochkommt? Ich weiß nicht, hat hier irgendwas Kollision? Ja. Oh nein. Oh nein. Bitte lass das hier nicht ein riesiges Jump'n'Run sein. Dann warte mal, von wo geht's denn dann da weiter? Geht's auf der Seite weiter? Nö. Warte mal, ich muss dort hoch. Och, ich war doch fast da. Hui. Hui. Ja, oder so. Gut. Oh mein Gott. Nein. Bitte nicht. Also ja. Das wird interessant.
So. Und dann Herbst hier rüber. So. Wobei das sieht nicht nach Baustelle aus, das ist eher ein Abriss, ja? Ja, mach ich doch schon. Shit. Ja, okay. So viel dazu. Ah, Notiz. A man talking to Domes arrived yesterday. I found his loud discussions entertaining. Maybe I missed company a bit too. The man climbed high up into the crane with a satellite dish. He called out on his little radio for Astrid. It looked unsuccessful. I might have stolen one of his dolls. Miranda is her name. The man left an hour ago, after freaking out all day over it. So many strange people these days. Astrid, das war, glaube ich, im Keller von Tangaroa. Dachte ich, ich hätte was gehört. Nee, Henne. Hen? Keine Ahnung. Captain Tully ordered us to push the engines to their limits. We're trying to outrun a fleet of rafts or something. It's going to overheat the reactor. I sent a message up the tower. Tully doesn't care. I hope you're faring better, Hannah. Much better. Astrid, das habe ich irgendwo schon gehört. Ich weiß aber echt nicht mehr wo. Da. Bei Boa übernommen. Wir sind Bärenpopulation gekümmert und die Sonne an der Türmung geht. Henry schlug vor, dass ich anfangen soll, die Dinge aufzuschreiben, nachdem Astrid verschwunden war. Warte mal. Verona Point. Der Grabber. Dann ist der Mann vielleicht Bruno oder so. Die Story muss man nicht verstehen. Doch, muss man. Komme ich dort hoch? Nein. Muss ich dann vielleicht auf die Säulen springen? Nein! Mist. Komm, ein Versuch noch. Dann schaffe ich das. Ja. Ja. Jawohl. Meins. Ganz viele Bausteine. Ey, damit könnten wir uns ein Haus bauen. Aber ein richtiges Haus. Irgendwie auf, weiß nicht, auf einer der Inseln. Mal, ich habe jetzt keine Notiz oder so übersehen. Okay, also nein, man muss kein Jump and Run im Gerüst machen. Dachte schon. Ah, hallo. Und hopp. Ist es, Viech. So. Jetzt sind wir immerhin oben. Großes Vogelnest. Das sind aber die Möwen. Weiß ich nicht, ob ich dem Vogel begegnen möchte. Kiste. Kann man das aufmachen? Können wir das Dixie-Klo mitnehmen einfach? Na gut, wir haben mal ein Plumpsklo. Und dort oben, da werden wir jetzt wahrscheinlich eine Satellitenschüssel finden haben. Ne,
Lass es mal. Habe ich einen Helm noch dabei? Nö. Kran fahren. Können Steine fallen lassen auf irgendwas. Und dann hier runterrutschen. Aber gut, wie wir dann hier runterrutschen und wie wir hier Kran fahren, das gibt es erst in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss.